mit Feuerwehrkommandant Michael Schaub unterwegs zum Ort des Geschehens. Wir fahren jetzt in unseren Burgoberbacher Ortsteil Niederoberbach, wo eben letzte Woche so ein Großbrand eines landwirtschaftlichen Anwesens stattgefunden hat. Von hier aus hat man dann bereits die massive Rauchwolke gesehen. Großeinsatz. 13 Feuerwehren, insgesamt mehr als 250 Einsatzkräfte. Eine Löschaktion über Stunden hinweg. Jetzt, 10 Tage danach, Ortsbegehung mit Kommandant Michael Schaub. Also man muss sich das so vorstellen, die Begrenzung bis da war praktisch am Anfang wirklich lichterloh, meterhoch in Flammen gestanden. Und wie gesagt, die Ausbreitung auf den Stall und auf das Wohnhaus war dann eben die große Gefahr am Anfang. Ein Heuballen hatte sich offenbar selbst entzündet. Ein Millionenschaden. Mit kleinem Happy End. Bevor alles lichterloh in Flammen stand, konnte die Familie noch die 15 Kälber im Stall retten. Dass niemandem etwas passiert ist, ist vor allem der Geistesgegenwart der Landwirte zu verdanken. Uns als Familie, muss man echt sagen, sind mit 2 blauen Augen davon gekommen. Das Wohnhaus wurde gerettet, der Kuhstall wurde nicht in Brand gesetzt. Da möchte ich mich auch nochmal bei allen recht herzlich bedanken, beim Dorf, dass die Dorfgemeinschaft so gut funktioniert. Und bei den Berufskollegen, die wohl jetzt dann auch für uns Heu und Stroh einlagern. Eva Zeiler wird als Tierärztin öfter zu Stallbränden gerufen. Tiere zu retten, schwierig. Das Hauptproblem bei uns ist ja meistens immer, dass wir uns unglaublich schwer tun, überhaupt die Tiere aus dem Stall rauszukriegen. Tiere bleiben gerne in ihrer sicheren Umgebung, die sie kennen, und gehen ungern in Stresssituationen durch enge Türen. Brände wie diese, ein Ergebnis zu laxer Brandschutzrichtlinien? Es geht immer darum, wie kann ich das Personal sicher rauskriegen. Und da das Tier ja per Gesetz eine Sache ist, ist es halt wirklich auch so, dass es sekundär ist, wie kommen die Tiere draus. Nachholbedarf hat auch die Politik erkannt. Julia Klöckner hatte die Länder im Juni aufgefordert, den Brandschutz in Ställen zu verbessern. Doch das Bauministerium, das in Bayern für Brandschutz zuständig ist, sagt auf BR-Anfrage, die baulichen Brandschutzrichtlinien in Ställen genügten voll und ganz.